Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben ein bisschen aufgepasst, der weiß, da fehlt doch noch was. Richtig, wir haben uns noch ein Gebäude oder zwei Gebäude, sagen wir es mal so, nicht angeguckt. Und zwar dieses hier. Und das machen wir heute. Ob wir es komplett machen, weiß ich noch nicht, aber wir schauen uns das mal so ein bisschen genauer an. Ha, hast du nichts Besseres zu tun, als hier deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier rumstehst, solltest du lieber die Arena von Proxima City besuchen. Die Arena-Leiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhalten, erscheint weit hat sie es, aber ganz schön in sich. Sie fliegt eine besondere Verbindung zu ihren Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer gefährlichen Gegnerin macht. Wenn du wüsstest, ich habe Erika nämlich schon in der letzten Folge besiegt. Ah, ich habe schon verloren. Im Umgeberparadies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gestalten. Ich frage mich, wer sie sind und was sie wollen. Mein süßes kleines Stand, du schaut Leuten gerne beim Spielen zu. Ach, du hast den Stand da stehen. Okay. Bist du? Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre doch viel cooler. Vielleicht. Viele Spiele sind das perfekte Training für die Reflexe. Oh, 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 oh. Ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gern jeden Tag laufen. Puh, ich mache eine kurze Pause. Beim Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Ja, Viertelstunde alle Stunde. So war das richtig, genau. Jo, aber, wer macht das schon? Okay, dann gucken wir uns jetzt heute mal, wie gesagt, die Mission um. Oh, da steht ein Länder. Okay, okay. Und sind die Spielmünzen ausgegangen. Nun, jetzt könntest du es bitte lassen, die Wände zu untersuchen. Das gehört sich einfach nicht. Was, Wände? Warum schießt du eigentlich hier dagegen? Hey, was soll das werden? Das ist verschickt, aber das Poster. Denn das war gar nicht verschickt, aber das ist krass. Mann, wie lange hat mein Kollege denn noch vor, ein Lavadier rumzutrödeln? Wehe, wenn es zu spät zur Wachenlösung kommt. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt hier irgendwie... Herzhaft, ich kann noch nicht weitermachen. Aber jetzt muss ich nach Lavadier zurück, oder was? Eigentlich kannst du jetzt hier nämlich weitermachen. Das hat uns jetzt ein bisschen... Wir kommen nur nachher. Jetzt muss ich nach Lavandier wieder zurückrennen, oder was? Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte jetzt, okay, jetzt haben wir kein Problem damit. Jetzt können wir nämlich schön. Gut, dann müssen wir es halt machen. Da müssen wir jetzt einfach machen. So, okay. Weil ich kann den Weg ja durch so froh. Die riecht wirklich verlockend. Ja, bitte, schenkst du mir? Boah, das ist aber nett von dir. Danke. Boah, tut das gut. Du willst das Afrodia City, stimmt's? Dann geh, ich lasse dich durch. Ich werde den Tipp mit den anderen Wachmännern an den anderen Toren teilen. Ja, und wir haben uns jetzt gerade den Eingang nach Afrodia City aufgemacht. Aber Afrodia City ist jetzt noch nicht unbedingt jetzt die Stadt, die wir jetzt unbedingt erkunden müssen. Das machen wir dann irgendwann in der Zukunft. Weil das ist noch ein bisschen sehr früh. Deswegen sehen wir bitte nach. Das war jetzt noch nicht machen. Weil wir kommen ja eh nicht weit hier, weil hier überall Rocket-Rüpel rumstehen. Warum auch immer. Aber wie gesagt, das hat ein bisschen einen Grund. Ja, wie gesagt, das werde ich euch nicht jetzt spoilern. Mich ärgert es gerade, dass ich jetzt nicht weitermachen kann. Die Frage ist, wo müssen wir denn da hin? Eigentlich wollte ich heute tatsächlich mir diese... Diese Rocket-Spielhalle mal angucken. Ja, die gehört ja Team Rocket. Aber warum? Ich komme da nicht weiter. Also ja, irgendwas mit der Frode mit Lavandia war das jetzt, ne? Aber wo ist denn da der Rocket-Hansel? Muss ich hier oben schon rein? Das ist doch zu früh. Da kommen wir doch noch gar nicht weit. Nee, das ist früh. Da kommen wir noch nicht rein. Also ich kenne es in der Originalspiel, dass man da unten reinkommt. Ja, das ist kein Problem. Aber jetzt haben sie es irgendwie ein bisschen abgeändert. Ich weiß noch nicht, wie jetzt weitergeht hier. Ich bin da gerade ein bisschen überfragt, liebe Leute, muss ich sagen. Ich muss tatsächlich jetzt gleich sogar nachgucken. Du nicht.
Ich dachte bloß, dass ich da hochkommen kann. Moment, ich muss es jetzt tatsächlich nachgucken. Weil, wenn ich ehrlich bin, das ist mir gerade zu heiß. Weil ich komme gerade irgendwie nicht weiter. Das ist gefällt mir gerade nicht. So. Pokémon. Let's go. Evoli nach Erika. Erika. So. Die habe ich schon besiegt. So, ich muss jetzt gerade gucken, der Weg nach Erika. Ich muss jetzt nämlich gerade gucken, wie sie weitergeht. So. Brauche ich nicht. Farborden. Das ist klar. Rote 10. Lamadia. Warte mal. Okay. Okay, kleine Planänderung, liebe Leute. Es geht tatsächlich schon, so wie ich das jetzt richtig verstehe. Das heißt, wir können heute tatsächlich schon den Pokémon-Turm erkunden. Eigentlich wollte ich heute die Spielhalle in Prismania City erkunden, aber scheinbar können wir schon in den Pokémon-Turm. Dann machen wir das doch heute. So steht zumindest in der Komplettlösung. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Und das möchte ich dann mit meinem Evoli teilen. Aber vorher haben wir hier noch bewegen. Selbst wir Exorzistinnen wissen nicht, was es mit den all den umherirrenden Gespenstern auf sich hat. Wenn wir doch nur Silvskop hätten, dann könnten wir der Wahrheit vielleicht auf den Grund gehen. Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich hier hoch bin. Hat er mich jetzt verarschen? Also irgendwas müssen wir. Wir haben jetzt gerade irgendwas komplett übersehen, oder? Warte mal. Ja, was müssen wir doch jetzt gerade machen? Das kann doch nicht sein. Ja, eigentlich müssen wir. Doch, da müssen wir tatsächlich weiter machen. Okay. Gut. Dann müssen wir das jetzt machen. Ich hätte erwartet, dass wir hier ein bisschen was weiter. Dass wir hier ein bisschen spielen können. Gut, Elixier. Na gut, dann machen wir heute den Pokémon-Turm. Ganz einfach. Okay. Dann ist das heute so. Und da steht unser Rivale. Was macht denn der hier? Hey, Kev. Moment, was machst du denn hier? Sag nicht, dass eines deiner Pokémon... Oh nein. Ach, ist alles in Ordnung? Ja, da fällt mir aber nicht einfach vom Herzen. Aber weißt du, wenn es mir noch besser gehen würde? Wenn du mir da im Kampf zeigen würdest, dass deine Pokémon auch wirklich fit sind. Gut, dann fängst du an mit einem Tauboga. Du hast immer noch weiterhin drei Pokémon. So. Dann schauen wir uns mal mit Blubsauger um. Okay. Ach, ich kann mir dann sogar KP holen. Oh, das ist ja cool. Ja, uns fehlt wie gesagt immer noch zwei Pokémon. Also das ist noch nicht bei weitem nicht komplett. Ja, ich fängt das schon wieder an. Hör auf mit dem Kacken. Gut, dann gehen wir mal auf Quillzone. Was für eine Attacke, Alter. Reflektor. Wo hat denn der Reflektor jetzt eingesetzt? Ach, komm jetzt nicht mit dem Scheiß übertragen, ernsthaft. Und da hat noch einer. Was macht der? Was hat der? Wie kommt der? Hat der schon links angesetzt? Oder kann, wenn er die Attacken gehen, geht das einfach so. Okay.
Na gut. Egal. So, holen wir uns noch Blubsauger, holen wir uns noch mal KP. So, das. Zumindest ist sein. Ja, ja, tatsächlich. So, sein Tamboga ist schon mal Geschichte. Und er will die erreicht, er will 31. Hier will er möchte rechte Hand lernen. Nö, brauchen wir nicht. So, was haben wir als nächstes? Raichu. Okay. Raichu ist kein Problem, weil Nidoking macht sowieso platt. Raichu kann eh nichts machen mit seinen Elektroattacken. So, dann Schaufler. Tschüss, Nidoking. Tschüss, Raichu. Fällt heute auf zu viel. Und das Raichu auch Geschichte von ihm. So, damit müsste er eigentlich nur noch. Die Frage, ja gut, hat er sein Pikachu entwickeln können? Er hat sein Pikachu entwickeln können, ja. Das verstehe ich nicht. Also, ich kann es nicht. Ich kann immer Evoli auch nicht weiterentwickeln. Und er kann sein Pikachu zu Raichu weiterentwickeln, okay. Oder haben sie sich ein anderes Pikachu unterwegs gefangen? Kann natürlich auch sein. Naja, gut. Dann kriegt er sein Duflo halt den letzten Flammenwurf ab und damit ist das Thema mit ihm erledigt. Okay, ich hätte warte, dass er jetzt fällt, aber er kommt noch dazu, einen scheiß Schlafbude einzusetzen. Also die nervigste Attacke, dann nicht mal Paralyse oder sowas. Und ich kann so einen Schlaf, so einen Scheiß. So. Jetzt nochmal einen Flammenwurf ab. Und jetzt ist das Thema durch. So. Nidoking erreicht Level 32. So, damit ist das Thema erledigt. Verflixt! Ich habe den jetzt ins Gefecht Saragossa aus den Augen verloren. Hast du schon mal Saragossa gesehen? Man erkennt ja den Schädel, den sie auf dem Kopf tragen. Das Saragossa jemand auszugehen, als hätte es irgendwas gesucht. Vielleicht finde ich ein paar Stockwerke weiter oben. Erstmal den X-Angriff. Ich wundere mich, dass ich jetzt direkt schon weiterkomme hier. Verstehe das einfach nicht. Warum hast du gerechnet mich zum Dienst im Pokémon-Turm eingeteilt, wo sie doch genau wissen, wie ängstlich ich bin? Oh, du willst kämpfen? Ich bin aber ziemlich stark. Okay, dann geht's los. So, dann schauen wir mal, was wir da so haben für dir. Ein Pokémon hast du und du hast einen Kranschein. Okay. Ich kann ja mit Blumensauger kann ich angreifen, das ist das Gute. Aber das Kranschein hat bestimmt irgendwas in der Hand. Steinhagel. Das ist gut, wenn es mir die Form Steinhagel gibt, dann bin ich uns TM nicht. Sogar fast sogar komplett down. Wenn du mir die Team Steinhagel gibst, ist das für mein Nidoking gar nicht mehr so schlecht, weil das wollte ich ihm eben beibringen. Haha, vergiss es, mein Freund. So, und Schiff. Nicht so schlecht. Ist gar nicht mehr so schlecht. So. Deine Fähigkeit als Trainer. Jagen mir Angst ein. Unser Kampf hat mich ein bisschen abgelenkt. Dafür schenke ich dir ein paar Items, die ich hier gefunden habe. Fünf Evoli-Bonbons, okay? Herzhaft. So, was ist noch? Ach, scheiße. Ich habe jetzt erwartet, dass ich jetzt tatsächlich von dir die Form, die Attacke Steinhagel bekomme, aber scheinbar würde ich es doch nicht haben. Okay, dann haben wir es mal Evoli-Bonbons einsetzen. So, dann setzen wir das Evoli-Bonbons ein bisschen hoch. Dann haben wir ein paar. Energiebonbon. Dann gibt's wohl nur da ein bisschen. Sonderbonbon. Raichu ist ein bisschen zurückgefallen. Das heißt Level 29 für Raichu. Flottbonbon für die Initiative. Für Evoli.
Boostbonbon. Kriegt Melone, um die Verteidigungswerte zu steigern. Stärkebonbon. Kriegt Nidoking. Ein Robustbonbon. Ey, wohl. Und ein Metallbonbon. Spezialverteidigung. Und damit ist Raichu dran. So, dann haben wir auch die alte, die ganzen Bonbons weg. Und ich hatte gehofft, wie gesagt, dass wir hier beziehen. Dass wir hier die Entscheidung bekommen. Okay. Ey, Tragosso! Was? Wo? Es ist nirgends zu sehen. Was ist das? Verlass diesen Ort. Verlass diesen Ort. Nein, wir können es eigentlich noch nicht sehen. Aber ich glaube, schau mal, wenn wir hier tatsächlich hier aufgehalten. Das ist nämlich bewusst so. Oder kommen wir jetzt hier weiter? Weil theoretisch kommen wir hier gar nicht weiter. Ich glaube, das könnte sein, dass es nur diese erste frische Zwischensequenz ist, dass wir hier tatsächlich aufgehalten werden. Und wir dann theoretisch weitermachen können. Oder sehe ich das gerade falsch? Ja, doch, tatsächlich. Da kommen wir auf den Befehl von Giovanni X von Lavandia. Und dann ist von diesem alter Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, in dem wir noch nicht wach gesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau, aber nur weil es dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Den alten können wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Bus zurück. Stampfen wir jetzt einfach dieses Tragosso und liefern ins Versteck ab. Kennst du eine Idee, James? Auf ins Rocket Gamer Paradies in Prismania City. Aber natürlich, mein Kleiner, dann nehmen wir es auch in Prismania City. Okay, James und Tante Jessie bringen dich dahin. Also komm mit. In Ordnung? Dann mal nichts wie los. Und jetzt können wir schon mal dieses Gamer Paradies. Oder? Oh nein, das ist ja schrecklich. Hä, was? Hast du das gerade auch gesehen? Team Rocket hat einfach so das arme kleine Tragosso mitgeschleift. Offenbar wollen sie nach Prismania City. Wer weiß, was sie mit dem vorhaben. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Ja, dann müssen wir tatsächlich zurück nach Prismania City jetzt. Und das machen wir dann jetzt. Dann machen wir tatsächlich jetzt in der gleichen Break. Gut, wir haben ein bisschen was zu tun, wir haben ein bisschen was getan. Und ja, das heißt, wir machen jetzt gleich, wie gesagt, die kleine Pause dran. Dann geht es weiter in der nächsten Folge mit dem Paradies, das, was ich eigentlich schon in der letzten Folge gemacht haben wollte. Also jetzt in dieser Folge gemacht haben wollte. Aber gut, manchmal kommen Dinge, die unvorhergesehen passieren. Also ich erwarte jetzt, dass wir jetzt eigentlich weitermachen können mit dem Gamer Paradies. Scheinbar nicht. Ich hoffe zumindest, dass es wäre schön, wenn dann könnte man nämlich die Story weitermachen. Weil wir kommen eh nicht weiter am Tor. Wir müssen den Turm in der nächsten Folge machen. In einer der nächsten Folgen machen. Ich hoffe, dass wir so eine in der nächsten, übernächsten Folge machen können. Weil wir dann noch die Gespenster sehen. Und dann kriegen wir nämlich das Gerät. Dafür, dass wir. So, dann halte ich mal kurz mein Team erstmal noch irgendwie schnell. So. Gut. Dann haben wir das auch. Ja, es werden noch zwei Pokémon auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt schon. Aber das dauert noch, bis wir die kriegen. So. Gut. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir im Gamer Paradies weiterkommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann
Ja, wie gesagt, hoffe ich, dass wir dann da endlich oben ein bisschen weitermachen können. Bis dahin und tschüss.